das möchte er uns auch kontinuierlich einfach mitteilen. So. Ich wollte euch übrigens nochmal sagen, dass das der einzige Grund ist, warum ich in den Test gekommen bin, um mich von Frank voll sülzen zu lassen. Wie dumm und hässlich und fettig ich bin. Ja, das ist so Hassliebe bei uns. Ja. Muss man einfach sagen. Janet Wang ist übrigens derjenige, mit dem ich zusammenziehen wollte in einer WG. Nur mal für die, die sich das gefragt haben. Damit wir uns den ganzen Tag dumm voll sitzen können. Und halt. Ihr merkt schon, der Intelligenzquotient ist ja nicht unbedingt groß. Ja genau, sowas, durch sowas. Da gibt es keinen großen Unterschied, was geistige Verfassung angeht oder so. Ja, genau durch sowas. Alter, wir haben mich echt gerade mit Decentra gekillt, ne? Das war. Ach, du bist doch gar nicht fertig mit dem Game? Nee, natürlich nicht. Alter. Ich habe mich gerade über deine komischen Geräusche irgendwie so, weißt du, und da. Jetzt tatsächlich in unserem Inhibitor, ich glaub's ja nicht, ja. Die sind in eurem Inhibitor, was machen die denn da? Also ich weiß nicht, was ich gerade tue, liebe Freunde. Ich hoffe einfach, dass es gut aussieht. Alter, ich das baue, sieht wahrscheinlich scheiße aus. Alter, vergiss es. Verliert ihr? Flo? Was? Verliert ihr jetzt oder was? Nein. Aber das war jetzt knapp, weil. Ich dachte, wir kriegen die Leona nicht mehr. Der war das letzte. Jetzt haben wir einen Ace. Machen wir Nash. Wenn die wiederkommen, machen wir noch einen Ace und dann machen wir Finch. Also wenn er gleich anfängt zu heulen, dann weil sein Plan nicht funktioniert hat. Halt dein Maul! Das mag ich nicht. Ich mag ihn nicht. Ja, bei uns wird es auch gerade dunkel, das heißt, wir sollten uns jetzt ein bisschen anstrengen. Beeilen meine ich, anstrengen. Was ist anstrengend, damit hell bleibt? Was hast du jetzt wieder gemacht? Klingt nach einem fröhlichen LOL. So. Krass! Oh mein Gott! Dieses Team! Dieses Team! Ohne Mist! Es ist so schlecht! Es ist so schlecht! Was denn? Oh. Report das Team. Warum? Warum? Ich hab 12-6. Warum Report? So ungefähr klingt es, wenn er denkt, er hat gewonnen und dann verliert. Irgendwie wusste ich, dass das passiert. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste, dass das passiert jetzt. Was ist los bei dir? Also, unsere Katharina meint, sie ist so OP und muss alleine gegen Udo reingehen. Katharina gegen Udo. Ja, okay, gut. Good choice. Ja, gut, mehr brauchst du da nicht sagen. Und das hat jetzt im Endeffekt euer Game ruiniert. Na, nicht ganz, aber wir haben jetzt noch ein Nexus Tower, ne? Jetzt haben wir erstmal 3 Flashes hinter einem Support her, Alter. Die fragt mich, ob wir wirklich in Silber sind. Boah, alter Schwede, das ist... Schön. Aufregend. Also manchmal tut die Dummheit dann Leute schon echt weh, ey. Ach ja, wie gesagt, super, das ist genau, irgendwie wusste ich, dass das passiert. Ich kann nicht sagen warum, aber mir war irgendwie klar, dass das jetzt nach hinten losgeht bei ihm. Bei hinten ist bei ihm sowieso viel los, aber naja, ne? Man weiß halt, wie es ist. So. Natürlich lassen wir hier noch ein bisschen Sand. Die wir jetzt so schön eingebuddelt haben. Ja, den nehme ich auch mal das mal alles mit, weil... Den braucht man ja. So. Und jetzt noch das zu Ende machen. Ach hier, ach so. Nanu? Wo kommst du denn her, Süßer?
Warte. Deinem Arschfang. Ich hab Mini-Zombie eingesperrt! Toll. Oh. Hallo! Gute Polenbefügte nicht erlaubt! Der kommt doch gleich noch mehr um die Ecke, ich seh's doch. Na süßer? Wow! Noch einer! Jaus. Ich hab zwei Mini-Zombies eingesperrt. LOL, das hat mein Malmoritz nicht gewirkt, hä? Das Ding heißt Malmoritz. Ach, durch magischen Schaden? Oh, nee. Der ist ja kein magischer Schaden, ne? Das ist ja asozial, ey. Gleich Report, Alter. Sofort Report. Insta-Report, Alter. Ja, sehr schön. Wir haben ein Inhibitor. Ich sperre gerade Zombies ein und freue mich. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Ich macht einfach Spaß gerade. Klack! Nice, okay. Schogat ist gekommen mit Level 6, sehr schön. Mir fällt gerade auf, dass ich, wenn ich nochmal Leben verliere, ich tot bin. Du bist tot? Ja, gleich. Ich hab zwar noch Level 2 gerade, aber ist ja trotzdem unschön. Alles wird gut, Freunde. Aufhören zu stöhnen. So, jetzt darf ich den ganzen Zaun erstmal ohne Axt kaputt machen. Super. Also es ist sehr close bei euch gerade, meinst du? Ja. Wir haben jetzt zwar einen Nexus, aber... ja, ein Inhibitor. Hat schon. Sieht gut aus. Also die Leute, die machen so Anzeichen, mich zu flamen. Ich bin natürlich an allem schuld. Also wenn Leona und Uda nur noch auf dem Feld sind, dann fragen sie mich, warum ich auf Udo gehe. Flo? Ja? Du bist der Jungler, du bist immer an allen schuld. Was? Jungler, warum kannst du dich in 5 Minuten auf 3 verschiedenen Lanes sein? I don't care. Jo, Leona keine Ulti, sehr schön. Ort hier reinsetzen. Komm, ich würde mal die Zombies, die euch aus irgendeinem Grund hier gefangen habe. So. Ja, jetzt müssen wir die ganzen Zäune wieder kaputt machen. Das ist eine ziemlich geile Zombie-Falle, was wir hier gemacht haben. Die Viecher kommen, um uns zu killen, und im Endeffekt landen sie einfach hier in der Falle. Okay, das haben wir gewonnen. Na komm. Machst du? Lol. Na, so okay. La. So, da haben wir uns hier erstmal eine schöne gewonnen. Bastion eingebaut, würde ich sagen. Du hast gewonnen. Ja, ne? Schade. War nicht so schwierig, aber es war gut. Hab 24 Punkte dafür bekommen, bin wieder auf 70 LP. In Silber 3 und... ja. Schlecht! Was? Willst du danach ein Ranked Game machen oder willst du nur mit spielen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich flame auch nicht. Man nennt mich auch liebevoll Flamey Ball bei League of Legends. Wenn ich nicht gerade aufnehme. Stimmt's, lieber MC? Ja. So. Dann hauen wir die ganze Zäune mal noch raus. Was ist eigentlich mit Leo jetzt hier? Warte mal, jetzt muss ich dem Leo erstmal mein Battletech schicken. Was willst du schicken?
beim Battle Tech. Ich habe eine Bad Attack verstanden, das wäre nicht so lustig gewesen. Jo. Der Zaun ist, du kannst das nicht. Power Mule, ich heiße Power Mule, Alter. Jetzt haben wir erstmal einen Zaun hingebaut, jetzt werden wir dann hier noch eine... Hashtag. Treppe reinzimmern. 2. 6. 2. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, wir können das eigentlich auch so machen. Huch, so. Push mal ganz kurz zurück und... Hashtag! Ja, den mag ich auch. Geht es? So, Frank, ja. Hast du gerade Penis gesagt? Ich glaube nicht. Okay. Bin mir aber nicht ganz sicher. Penis? Ja, der Flo, der ist sehr beep fixiert, deswegen passiert sowas manchmal. Penis? Das männliche Geschlechtsorgan, mit dem man auch essen kann. Essen kann, genau. Genau das wollte ich sagen. Ich sag daher, er ist ja beep fixiert. Penis. Ah, Penis. So, jetzt mal den ganzen Speicher noch weg, das gehört nämlich eigentlich nicht hier hin. So. Da habe ich nichts mehr, na gut. Huch. Frank, wie lange brauchst du noch? Ich würde jetzt noch den Zaun zu Ende basteln und dann wäre ich fertig und dann lasse ich mich von dir entführen, verführen oder wie auch immer du das haben willst. Oh mein Gott, so gay. Läuft, Bindung zum PvP-Netzwerk verloren. Du bist allgemein verloren, das hat nichts mit dem PvP-Netzwerk zu tun. So, und hier... Ach ja. Und hier machen wir uns erstmal dicht, das heißt, da kommt kein Zombie mehr durch. Frank, weißt du noch, damals im Zelt? Ja, das einsam Stunden. Das hab ich aufgeräumt. Im Wald. Hier hast du aufgeräumt. Das Zelt, öfters mal. Ich meine abends, nachts. Da habe ich nicht aufgeräumt, ne. Oh mein Gott. Das war aber auch geil. Haben's denn ja, immer das hat voll Spaß gemacht. Beschwerden haben wir übelst. Da haben sich doch mal welche beschwert. Wir haben übel laut gerade über irgendwie Titten gesprochen oder sowas. War da nicht sowas? Keine Ahnung. Doch, ich glaube, da hat irgendjemand geschrien, bitte nicht so laut. Und da haben wir uns gerade irgendwie über das weibliche Geschlecht unterhalten. Übel gut, ey. Zwei Männer. Zehn Brüste in dem zum Zelt. Geschlecht? Über das andere Geschlecht, ja. Achso, du meinst es jetzt im Sinne von Frau einfach nur. Ja. Ja. Und unterhält sich über das weibliche Geschlecht. Das kann bei Männern durchaus vorkommen. Oder bei Kiddies. Was wäre dann bevor er wäre? Was? Außer man ist schwul. Auch dann kann man sich über weibliche Geschlechtsorgane unterhalten. Nur wahrscheinlich, ja, aber nur da wahrscheinlich nicht mit selbigen Interesse. So. Warum berede ich mit dir sowas eigentlich im Let's Play? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, das weiß ich nicht. So, warte mal, wir haben jetzt hier eine... So, Frank, ich gehe jetzt eine rauchen und dann würde ich ein Game starten. Alles klar, dann bin ich fertig. Jo. So, habt ihr gehört, liebe Freunde, wir müssen gleich fertig sein. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich keinen Zaun mehr? Oh. Ja, also hier hätten wir jetzt das Gatter für zum Beispiel Schweine, Kühe. Dann können wir hier jetzt noch eins machen, wir können jetzt noch hier eins machen für Schafe. Und hier würde ich eins machen für Hunde. Huch. Und dann würde ich jetzt noch...
versetzt hier einen Weg hinbauen. Boah, das wundert mich gerade, dass es genau an der Stelle ist. Das war eigentlich nicht so geplant, dass es genau zur Tür zeigt, aber warum nicht, gefällt mir. Komm, dann nehme ich jetzt den Moosstein hier. Weil der zu geil aussieht. Jo. Dann machen wir hier nämlich jetzt noch einen Moment. Nicht so, sondern da noch einen hin. Und logischerweise hier dann so noch einen hin. Da haben wir sozusagen dann hier die... Sieht das besser aus? Ja, genau. Und dann geht es dann da halt ein bisschen größer und dann kann man den hier lang laufen. Super. Ja, das war's dann erstmal für heute, meine lieben Freunde. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Ich habe eine Mücke auf meinem Arm gerade sitzen gehabt. Aua. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal hier, ob wir vielleicht ein paar Schafe finden und ob wir hier noch was hinbauen können. Und dann sollten wir jetzt erstmal hier sicher sein vor Creepern oder so ein Spaß. Natürlich muss ich hier noch ausleuchten, fällt mir gerade auf. Jetzt sind wir nämlich nicht sicher vor Creepern. Klack, 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 so, klack und klack. So. Na gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Adios, bis denne, Antenne, tschüss.